Guten Tag, liebe Freunde von Schoner Auto Burkos hier in Fort Lauderdale, Florida. Ein ganz tolles Auto. Unsere Nummer 2. Das ist ein 2023er Ford Bronco Raptor. Das ist also die höchst ausgestattete Variante des Ford Broncos mit einem 3 Liter Sechszylinder und 418 PS. Das Ganze in schwarz-schwarz, also Shadow Black und Black Onyx innen, Leder schwarz. Hier sind die wuchtigen 17 Zoll Beadlock Felgen. Kurzer Blick auf die Federung. Ein sehr geländegängiges Fahrzeug. Gibt es nur als Viertürer, den Raptor. Hardtop, Softtop. Kleines Ersatzrad, wie wir sehen können. Anhängerkupplung. Dann schauen wir mal hinten rein. Das Fahrzeug ist für einen unserer deutschen Händlerkunden. Fußmatten etc. Das lässt sich auch noch öffnen. Da kann man sehen, er hat satt Platz hinten. Und wie gesagt, schwarz, schwarz, schwarz. Alles da. Der Wagen hat wirklich alles, was man braucht hier. Die Stepboards sind da. Wenn man hinten reinschaut. Das ist eine Tasche fürs Verdeck. Dieser Wagen kam direkt aus Michigan, ist noch ein bisschen verstaubt vom Antransport. Aber ist ein wirklich tolles Auto. Unser Kunde freut sich schon sehr darauf, mit dem mal fahren zu dürfen. Ich habe die Ehre, das vorher schon zu machen. Lassen wir den mal an. Hier ist das kleinere Display, sage ich mal. Und hier ist das große Display. Rückfahrkamera funktioniert. Der hat zwei Schlüssel, Handbücher, alles da. Tolles Neufahrzeug. Auf der Reise jetzt bald nach Deutschland. Und darauf freuen wir uns dann schon, wenn unser Kunde den fahren darf. Noch ein Blick auf das Herz des Ganzen. Und hier der Motor, wie erwähnt, 3 Liter Sechszylinder, 418 PS. Was für ausreichende Fahrleistungen genügen sollte. Allrad versteht sich von selbst. Ein wirklich tolles Fahrzeug. Und wir, das Team von Schoner Auto Burkos, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 2023er Ford Bronco Raptor in Schwarz, Schwarz. Und da wir uns hier schon bei unserem Speditionsfahrer befinden, bewegen das Fahrzeug nun zur Verladerampe und dort wird er zeitgerecht, professionell im Container verpackt und geht dann auf seine Reise nach Bremerhaven. Vielen Dank und auf Wiederhören.